06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Lukas Frankert, erstes Testspiel in 2023 ist absolviert. Ihr gewinnt 6:1 gegen Werder Bremen. Wahrscheinlich auch entsprechend eurer Leistung, oder? Ja, ich denke, wir haben es sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten sehr gut gemacht. Haben das Spiel dominiert über 90 Minuten, was nicht selbstverständlich ist. Gerade gegen eine U23, die normalerweise immer sehr spielstark ist. Aber ja, aus meiner Sicht hat jeder Spieler, der heute auf dem Platz war, eine super Leistung gezeigt. Und somit belohnen wir uns absolut mit dem 6:1. Für dich waren es jetzt mal mehr als nur ein paar Sekunden auf dem Platz auch wieder, wahrscheinlich mindestens genauso schön. Auf jeden Fall, also ja, genau das Thema hatten wir ja, dass ich lange raus war, deshalb ist es jetzt super, dass ich auch die Vorbereitung nutzen kann, mich wieder in durch Testspiele zu den Pflichtspielen zu akklimatisieren und ja, ich glaube, da bin ich mit der Mannschaft auf einem sehr guten Weg und genau, daran kann man anknüpfen. Wie waren jetzt die ersten Tage in der Vorbereitung für euch? Waren es heute schwere Beine mit dabei? Ja, heute ging es noch. Prinzipiell ja, klar, das gehört zu jeder Vorbereitung dazu, dass es immer sehr anstrengend ist. Aber das ist natürlich auch alles mit Sinn, weil wir ja zum ersten Spiel gegen Aachen alle fit sein wollen und da über 90 Minuten Kampf zeigen müssen, damit wir dieses Spiel gewinnen. Und deshalb lohnt sich da jeder auch so anstrengende Trainingstag, auch wenn man mal in ein Testspiel mit ein bisschen schwereren Beinen geht. Sascha, die ersten 90 Minuten habt ihr oder haben die Jungs jetzt in den Beinen hier gewinnt? Ich glaube, hochverdient gegen Werder Bremen, kann man das so sagen? Da gebe ich dir zu 100% recht. Wir haben auch in der ersten Halbzeit schon die ersten 20 Minuten echt einen guten Fußball gezeigt. Viele gute Kombinationen drin, Chancen gehabt. Belohnen uns mit einem Tor, mit nur einem Tor. Dann hatten wir so eine Phase drin, wo dann Bremen auch ein bisschen besser wurde. Trotzdem haben wir das Spiel immer kontrolliert. Und ich gerade die zweite Hälfte, muss ich sagen, die Jungs richtig Gas gegeben. Eigentlich das bestätigt, was sie die ganze Zeit schon im Training zeigen, nämlich viel Engagement und viel Power und einfach auch viel Freude. Ich wollte es gerade sagen, es war viel Spielfreude, gerade auch hinten raus. Die Jungs haben bis zum Schluss eben nicht aufgehört und dann eben 4, 5 und 6 noch nachgelegt. Ja, hat sich belohnt für den Aufwand. Hätten auch da, ich weiß, Trainer immer ein bisschen kritisch, aber auch da, wir haben sehr viele Bälle im vordersten Drittel geklaut, hätten uns da vielleicht noch mit mehr Toren belohnen können. Wie zufrieden bist du jetzt auch so oder so mit den ersten Tagen in der Vorbereitung, mit dem Start ins Jahr? Das habe ich gestern auch schon gesagt, ich bin sehr zufrieden, wie es im Moment so läuft, weil sie wirklich alle mitziehen, weil sie auch diese Laufeinheiten, die jetzt nicht gerade schön sind, komplett durchmachen, komplett mit voller Konzentration durchziehen und das ist wichtig. Und das habe ich ihnen gestern auch gesagt, dann macht es mir Spaß, dann macht es dem Trainer Spaß und wenn es dem Trainer Spaß macht, macht es allen Spaß.